Heute bei Verstehen Sie Spaß Kids. Ein Überraschungsbesuch vom Meister der Pranks. Der Guido. Nachhilfe für Eltern. Eine ferngesteuerte Politesse. Alex V. und ein Falschgeldschnüffler. Und eine total nervige Nachbarin. Hey, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Verstehen Sie Spaß Kids. Voll gut, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War Zocker auch mal in der Schule? Zocker ist tatsächlich hochintelligent. Der hat ein paar Klassen übersprungen. Hier ist das Studio von Verstehen Sie Spaß Kids. Da drin sind jetzt hoffentlich Sina und Maxim und ich werde sie jetzt hoffentlich überraschen. Kommt mit rein. Wird hier gedreht oder was? Was macht ihr? Achso. Hi. Hi. Guido. Hey. Ich störe kurz. Zocker, alte Rakete. Wir kennen uns doch gar nicht. Mach mal so. Ich hab doch versprochen, ich komm vorbei. Ja, cool. Und da hab ich gedacht, ich komm mal vorbei. Guck mal, wer gerade hier vorbeigekommen ist. Ja, Guido. Der Guido. Die Situation kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ihr sitzt zu Hause im Homeschooling und eure Eltern müssen euch helfen bei den kniffligen Aufgaben. Tja, manchmal sind die Aufgaben sogar so schwer, dass selbst die klügsten Eltern ins Schwitzen geraten. Und genau deshalb habe ich den Eltern ein bisschen Unterstützung gebracht. Als Lehramtsstudentin gebe ich ihnen ein bisschen Nachhilfe im Homeschooling. Prank up. Viele von euch sind wahrscheinlich dieses Jahr auch von den Eltern zu Hause unterrichtet worden. Aber sind sie bereit für den Lernstoff der Grundschule und haben sie es auch wirklich drauf? Das finden wir heute heraus. Blöd nur, dass ein Elternteil eingeweiht ist und echt alles besser weiß. Helfen dabei wird unser Workshopleiter und Lockvogel. Ganz genau. Dann würde ich einfach sagen, Prank up! Hallo! Hallo zusammen! Schön, dass ihr da seid. Ein paar unserer Eltern sind völlig ahnungslos. Andere wiederum haben wir eingeweiht. Ich stelle mich einmal kurz vor. Mein Name ist Maxine. Ich studiere im Moment Lehramt und möchte später unbedingt mal Grundschullehrerin werden. Wir sind überzeugt, dass jeder von uns was wirklich gut kann. Wir gucken mal, wo eure eigenen Talente eigentlich so sind. Und dass wir das in Teilen den Kindern weitergeben können, ist auch wunderbar dann. Genau, vielleicht erstmal einfach den Herrn Weber oder Benjamin, können wir auch sagen, begrüßen. Wie in der Schulstunde. Okay. Hallo, Benjamin. Ja, alles klar. Guten Tag, Herr Weber. Genau. Sehr schön. Sind wir jetzt warm? Sicher. Machen wir die Finger auch ein bisschen warm? Ja. Bastelt euch doch zuallererst mal ein Namensschild. Tobt euch kreativ aus. Der hier weiß Bescheid. Der hier ist völlig ahnungslos. Es ist wirklich easy peasy. Es ist wirklich nur Grundschulstoff, was wir machen, ne? Er ebenfalls. Sie auch. Können wir die auch wegschieben? Gerne. Die weiß Bescheid. Und wir haben auch Sticker da. Ja. Oh ja, das ist ja toll geworden. Sehr kreativ. Ja, wunderschön. Beate, bist du dann auch fertig? Ah, super. Kann man das erkennen? So, steht noch nicht ganz. Ist jetzt nicht optimal, aber es hat Potenzial. Erstes Thema heute, die Sprache der Tiere, der heimischen Tiere. Und dann würde ich ganz einfach mal fragen, Per, wie macht denn der Affe? Was möchtest du jetzt? Wie macht der Esel? Macht Ach so, der wie Esel? Der Esel macht IA? IA oder IA? Da kommen wir der Sache schon näher, weil du hörst ja draußen keinen Esel, der IA sagt, oder? Ich höre nicht so viele Esel, aber... Ich würde sagen, wir machen einfach noch mal ein anderes Tier. Hast du schon mal einen Hahn Kikeriki sagen hören? Kikeriki! Also sorry, aber den Hahn drehen wir gleich besser ab. Da ist schon ein bisschen Stimme dabei, genau. Wir haben auch die Sounds hier auf dem Laptop. Kannst ja mal vorspielen. So, ne, so. Ja, da spüre ich's, ja. Ich war nicht mit beim Kindergeburtstag beim Eselreiten, dann wüsste ich's. Also so macht der Esel tatsächlich okay. Und nicht IA. Okay, also nicht wie in der Kabelgruppe. Genau, okay. Sondern halt realitätsgetreu. Also da spüre ich auch das Feuer, ne? Die Kinder lieben sowas. Also noch ein Versuch, noch mal so richtig. So. Schon besser. Ja. Nächstes Thema. Gehen wir ein bisschen an euer Rhythmusgefühl. Ihr dürft gerne mal hier vorne hinkommen und euch jeweils ein Off-Instrument aussuchen und mit an den Platz nehmen. Off-Instrumente sind extra für Kinder, damit sie Rhythmen leicht erlernen.
Damit tut sich manch Erwachsener aber noch schwer. Das ist kein Orff-Instrument. Heike, was sind denn Orff-Instrumente? Das Tambourin ist zum Beispiel ein Orff-Instrument. Das Runde mit den Schellen dran. Ich mach das einmal vor. Ich heiße Benjamin und wie heißt du? Ich heiße Heike und wie heißt du? Genau, also wir haben noch eine zweite Variante. Name und Lieblingsfilm oder das Lieblingsessen. Ich weiß nicht, Rhythmus hin. Du hast dir Mühe gegeben. Weißt du das nicht? Die Frau bekommt's hin, ne? Ich heiße Olaf und ich mag 007 James Bond. Ja, genau auf die 007. Jetzt dein Lieblingshobby. Komm mal her. Okay. Ich heiße Ursula. Und ich mag Paw Patrol. Gut. Super. Gut. Wir sind ganz froh, dass du so einen tollen Support mitgebracht hast. Zum Glück. Vielleicht sind deine Stärken eher im Mathebereich. Wir haben eine ganz simple Textaufgabe. Ich lese die einfach vor. Ihr dürft gerne Notizen machen mal. Elias Noel, Loredana und Özgür spielen ein Kartenspiel. Elias Noel besitzt 8 Karten mehr als Loredana, die allerdings 4 Karten weniger als Özgür hat. Die erste Frage lautet, wie viele Karten halten Elias Noel und Loredana in der Hand, wenn Özgür 33 Karten hat? Olaf? Schon Ergebnis da? 37. Machst du schnell jetzt einfach. Du bist schon soweit? Loredana hat 33 minus 4 Karten, sind 29. Und Elias Noel hat dann 37. Perfekt. War ich ja doch richtig mit meinen 37. Ruhig ein bisschen lauter und reinrufen, wenn ihr es schon habt und so. Okay. Es gibt aber noch eine zweite Frage. Wie viele Karten haben Elias Noel, Loredana und Özgür insgesamt? Also, ach, relativ easy eigentlich. 99. Genau. Sehr gut. Wie der Vater, so der Sohn, oder? Ja, ich glaube, so ist das, ja. Wir haben noch was. Wir kommen zu was Spaßigem. Maxine hat was gebastelt. Und zwar den Origami-Hund. Dann gibt es eine kleine Anleitung, der ihr einfach folgen könnt. Zuerst faltest du gleichzeitig die zwei äußeren... Na, nicht abgucken. Sobald sich die Dreiecke treffen, sind sie in der Mitte angekommen. Reihum kommen die anderen Ecken dazu. Alle 4 Ecken treffen sich zum Schluss in der Mitte. Die rechte Spitze wird nun nach außen gefaltet und diese Spitze ergibt später den hinteren Teil des Hundes. Beate, komm, ein bisschen. Falte die obere Seite von oben nach unten. Die Seiten treffen aufeinander und dann drehe das Papier auf die andere Seite. Führe die gleichen Schritte aus wie auf der vorderen Seite. Ich kann den Text nicht dahin falten. Ach so. Daran. Transferleistung fehlt einfach irgendwie komplett. Naja, wir sind ja noch nicht ganz fertig. Falte die Spitzen auf beiden Seiten wieder nach unten. Das kleine überstehende Dreieck wird nach innen gedrückt. Das untere, größere, innenliegende Dreieck wird nach außen gezogen. Und tada, fertig ist der Origami-Hund. Ich finde, die Heike hat sich da auf jeden Fall mal einen Applaus verdient, oder? Auf jeden Fall. Sehr gut. Wir kommen jetzt gleich auch schon mal zur Schlussbewertung. Mhm. Ja? Also im Normalfall scheitern halt die Eltern an einer Aufgabe, aber bei dir waren es jetzt einige. Wenn du dir selber heute eine Note geben würdest, wie sähe die dann aus? Eine schlechte 5, würde ich mal sagen. Es gibt Homeschooling-Nachhilfe für die Eltern. Alles Mögliche zusammengewürfelt. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß? Wir haben dich gerade total reingelegt. Super! Schau mal hinter dir, da ist eine Kamera drin tatsächlich. Da auch, das Spiegelding. So, hast du auch ein bisschen Erfahrung mit Homeschooling? Ja, aber nicht so, wie du die jetzt gemacht hast. Aber mein Sohn ist 10 und klar, da haben wir auch gehomeschoolt, meine Frau und ich. Und das war zum Teil interessant, weil ich auch natürlich die neue Rechtschreibreform nicht so drauf habe. Ups. Und ich zum Teil Worte noch anders gelernt habe, als man die heute schreibt. Deswegen gab es da so ein bisschen Diskussionsbedarf. Aber es war immer lustig.
Das ist schon so lange her, auch schon wieder, ne? Auch mit meiner Schule. Das ist auch schon so Ewigkeiten her. Macht das übrigens super. Ich habe das ja schon. Ich muss noch mal ein Kompliment machen. Also erstmal in der Sendung wart ihr sehr cool. Hier ist das neue Moderatoren-Traumpaar 2.0. Hier sind Maxine und Sinan. Guten Abend. Hallo. Haben wir so? Ja. Die Schuhe. Danke. Was macht euch denn mehr Spaß? Moderieren oder Lockvogel spielen? Kann man gar nicht sagen. Also es ist beides. So ein Gefühl an sich, hier zu sitzen, hier sein zu dürfen, ne? Und auch bei unserer Show genauso. Es ist total unterschiedlich und es ist toll, beides so machen zu können. Und ich finde auch vor der Kamera, man sieht, dass euch das Spaß macht, oder? Dankeschön. Habt ihr denn jetzt schon irgendwas erlebt in der Zeit, wo ihr sagt, boah, das hätten wir jetzt so nicht gedacht? Tatsächlich, wo wir da hatte ich ein bisschen Schiss, wo wir bei euch in Berlin gedreht haben. Ja. Da hatten wir ja einen Prank gemacht, wo ich mich in so einem Handtuchkorb versteckt habe. Ja. Ne? Und die Leute quasi so erschrecken sollte aus dem Handtuchkorb. Und da hatte so ein, zwei Leute haben dann schon ausgeholt. Reflexartig, ja, wirklich. Ausgeholt. Wenn er da so rauskam. Was bei mir mal lustig war, wir haben mit Mark Forster gedreht. Mhm. Und ich war als Frau verkleidet. Und wir haben ihn geprankt. Jetzt bin ich fertig für meine Rolle als Elisabeth. Happy Birthday to you. Dann wurde ich nach 5 Stunden Maske wieder 1,5 Stunden abgeschminkt. Mhm. Und dieser Kleber wurde mit so einer Art Waschbenzin gelöst. Und dann mussten wir uns super beeilen, damit ich den Flieger bekomme. Bin ab nach Salzburg in diesen Flughafen, der sehr klein ist. Und dann sagt der Typ, müssen wir kurz eine kleine Sprengstoffkontrolle machen, was die ja öfter mal machen. Mhm. Und dann wird erstmal mit so einem Teststreifen über die Koffer drüber gezogen. Und dann hatte ich aber wohl durch dieses Waschbenzin, zumindest das angeschlagen, habe ich, glaube ich, 4-mal diesen Sprengstofftest nicht bestanden. Oh. Und ich glaube, in jedem anderen Flughafen in Deutschland wäre ich schon abgeführt worden. Und die waren immer sehr entspannt, bis ich irgendwann sagte, ja, ich habe gerade gedreht und mit Verstehen Spaß. Und dann sagte ich, ja gut, dann passt's. Und dann bin ich durch. Kannten die dich, oder? Die kannten mich auch, aber das war okay. Also da war dann nach Sprengstoff wurde gar nicht mehr gefragt. Dann werde ich jetzt, glaube ich, schon wieder gleich euch in Ruhe lassen hier, weil ist ja euer Studio, ne? Ich will jetzt hier nicht... Du bist ja immer willkommen. Ja, das ist gut. Ja, ich komme dann auch mal wieder. Sehr cool. Alles klar. Ich sage danke. Check. Passt auf euch auf. Und Zocker, alte Rakete, mach's gut. Give me 5, kann er das? Nee, ne? Kann er das? Er kann Pfote. Pfote. Yeah! Tschö. Ciao. Und schon wieder ist alles zu Ende. Ne? Und die haben sich doch gefreut. Ich würde sagen, sie haben sich gefreut, waren ein bisschen überrascht. Und genau das sollte es sein. Also, ich komme wieder. Sag mal, ist Guido eigentlich mit dem Auto gekommen? Warum? Naja, wenn man hier in der Nähe falsch parkt, dann kann das schon mal Ärger geben. Mhm. Besonders, wenn man es mit so einer hartnäckigen Politesse zu tun bekommt, wie in unserem nächsten Clip. Die habe ich zwar ferngesteuert, aber die Art von Politessen gibt es auch wirklich. Prank up! Es gibt wenig Dinge, die Erwachsene mehr aufregen, als einen Strafzettel zu kassieren. Daher sind sie meistens auch ungerecht und unfreundlich zu den Politessen, die einfach nur ihren Job machen. Ich bin froh, dass ich nur so tun darf. Respekt an alle echten Politessen da draußen. Daher braucht man sich nicht wundern, wenn sie sich etwas sonderbar verhalten. Besonders, wenn ihnen jemand Quatsch ins Ohr flüstert. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Hat der Mann da gerade geparkt? Ja, dann geh mal zu seinem Auto. Passt doch alles, oder, bei mir? Ich guck gerade. Also auf den ersten Blick sieht's ganz gut aus. Darf ich das mal sehen? Ja, natürlich. Habe ich gerade erst noch. Da. Überall parken, wo die alles kostet. Dankeschön. Das gilt hier aber nicht. Oh. Der Anwohnerparkausweis, der gilt hier gerade nicht mehr. Da gibt's jetzt eine neue Regelung. Ach, krass. Genau. Das ist jetzt erst neu, deswegen laufe ich halt hier gerade rum. Ich habe sie jetzt auf jeden Fall eingetragen, ja. Wir sind gerade erst eine neue Firma geworden. Ja. Und da ich auch noch Probezeit habe, hätte ich gerne bitte keine Knolle. Keine, okay. Keine. Das wäre so lieb von Ihnen. Das kann ich natürlich verstehen, aber das macht trotzdem 60 Euro. Also das kann ich natürlich verstehen, aber es sind halt trotzdem 60 Euro. Ah! Tut mir echt leid. Was? Hm. Warum? Ja, das sind da neue Regelungen, auch mit Abstandseinhaltung. Also diese 1,5 Meter stimmen ja zum Beispiel auch nicht. Aber da kann ich ja nichts für. Wenn Sie sehen, da stehen 2 Autos, dann dürfen Sie sich da nicht reinstellen. Eigentlich wäre es so jede 2. Parklücke. Deswegen habe ich auch heute voll viel zu tun, weil die Leute halt eigentlich mindestens 1,50 Abstand halten sollen, auch mit den Autos. Das ist halt dieses Corona-Ding. Das ist ja utopisch. Ja, also das sagen Sie. Aber was ist mit den anderen Autos? Die haben alle das gleiche Schicksal. Aber die haben keine Benachrichtigung am Auto. Nee, ich habe auch gerade erst angefangen.
Aber vielleicht finden wir ja eine andere Lösung. Ja, vielleicht finden wir auch eine andere Lösung. Machen Sie mir mal einen Vorschlag. Wie soll der Vorschlag aussehen? Ich kann Ihnen ja jetzt nicht die Hälfte anbieten. Das muss jetzt kein Geld sein. Und es ist halt warm. Möchte ein Eis haben, eine Cola. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Das lässt sich einrichten. Das wäre cool. Egal welche Sorte. Politessen lassen sich normalerweise natürlich nicht bestechen. Ich habe noch eine andere Idee. Also ich kann das jetzt löschen, wenn Sie mir einen Ersatzparksuit da besorgen. Also ich bin schon die ganze Zeit in der Sonne. Echt? Das ist ja ein verrückter Deal. Ich guck mal, ob jemand keinen Zettel hat. Einfach mal gucken, ja, oder ob die Zeit abgelaufen ist oder so. Einfach mal petzen. Ich frage immer, ob er so ein bisschen was vorsingen kann von seinem Lieblingssong. Können Sie da mal so ein bisschen was vorsingen? Auch irgendwas von außen. Oh. Ich stehe hier halt schon den ganzen Tag, es ist so wenig los und wenn wir da vielleicht ein bisschen drum rum können. Ich kann ja aber nicht singen. Das geht schon, ist mir egal, wie es klingt. Aber Sie wollen ja auch nicht bezahlen, ne? Wollen Sie bezahlen oder singen? Ja, da muss ich singen, ne? Singen. Also, Mirjam Lomschmitz. Aber Sie dürfen sich nicht ans Auto lehnen. Auch das nicht. Okay. Ja, ist nicht erlaubt. Also, Mirjam Lomschmitz, Jens Bila, die Hennen Pop. Jetzt sind es nur noch 40 Euro. Ist noch 40 Euro? Je lauter er singt, desto weniger muss er bezahlen. Je lauter, desto weniger müssen Sie bezahlen. Ein bisschen mehr tanzen. Ein bisschen mehr tanzen. Jetzt sind es schon 39 Euro. Sie können auch tanzen. Lassen Sie uns tanzen. So, jetzt aber, ne? Das war sehr schön. Applaus. Wie viel sind's jetzt? Bei so engelsgleichem Gesang kann man doch schon mal ein Auge zudrücken, oder? Ist gratis. 25. Okay, nein, kann man nicht. Aber ich könnte auch alternativ sonst einfach noch ein Video machen. Und der Satz ist, also da gibt es einen Satz zu, ich bin eine Falschparkerin und ich stehe dazu. Dann ist es auch alles geklärt. Er hat gar nichts drin. Nee, den muss ich mir nachher dann nochmal holen. Ich muss das Kennzeichen schnell aufschreiben. BM62. Ja, ich merke mir das einfach. Kann ich mir alles ganz gut merken, immer die Kennzeichen. Während die eine von sich aus Leute verpetzt, würde der andere es gerne. Wenn er denn jemanden finden könnte. Okay, dann das Video. Weil er hat ja dann auch nicht richtig geparkt, ne? Nee, das merke ich mir auch. K, Y. Und er hat auch nicht richtig geparkt. Ja, dem habe ich vorhin auch schon Bescheid gesagt. Es geht auch nicht um die anderen. Ich mache jetzt kurz dieses Video. Der hat es vorhin schon gemacht. Okay, dann. Ich bin eine Falschparkerin und ich stehe dazu. Okay. Und könnten Sie noch einmal dabei lächeln? Das ist sonst so traurig. Ja, aber das ist traurig. Ja, Entschuldigung. Ja, ist es. Ja, wir machen einfach noch mal eine Version, okay? Aber lächeln kann ich trotzdem nicht. Sie können es ja versuchen, so für mich. Das ist auch mein Job. Wir müssen uns ein bisschen Freundlichkeit schenken. Ja, das tun wir auf jeden Fall. Okay. Ja, ich bin eine Falschpackerin und ich stehe dazu. Sag, ich bleib natürlich bei 60 Euro. Ja, es war auf jeden Fall lustig. Ich hatte auch meinen Spaß. Das einzige Problem ist, es bleibt trotzdem bei 60 Euro. Ja, ist ja nicht Ihr Ernst, oder? Das dauert aber ganz schön lang. Schlechter. Was machen wir denn da? Sag ihm mal, er kann auch deine Quittung ausfüllen. Sie können auch meine Quittung dann haben. Und dann löse es dabei auf. Da. Willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids. Da sind die Kameras. Und da hinten, genau, da ist auch eine. Und da ist eine. Und da ist auch eine Kamera. Hallo, liebe Kinder. Hast du mich schön verarscht, aber sehr schön. Bitte schön, bitte schön, bitte schön. Du hättest mir jetzt echt ein Eis gekauft, oder was? Cool. Ja, Politessen lassen sich ja normalerweise nicht bestechen, aber das haben wir jetzt einfach mal behauptet für unseren Prank. Als Politesse hat man es auch nicht immer so leicht, nimmt man es aber mit Humor, ist alles gleich halb so wild. Was hast du da eigentlich hinter deinem Rücken versteckt? Was hast du hinter deinem Rücken versteckt? Das hier. Das hier. Ah! Oh mein Gott! Yes! Taschengelderhöhung für alle Kinder der Welt! Alex, was machst du denn hier? Yo, wie bist du hier reingekommen? Hab ich's doch gewusst. Eindeutig Falschgeld. Hier, kann man ganz klar erkennen. Ups, auf frischer Tat ertappt. Aber ich glaube, mit einer Fellnase hättest du das Ganze bestimmt schon früher rausgefunden. Die hatte Alex bei seinem Falschgeldcheck auch dabei. Unserer Spürnase entgeht echt nichts. Prank up! Heute stehen wir an einer Raststätte. Und man kennt das ja, manchmal trifft man dort auch Wachmänner. Heute spielt einen davon der liebe Alex. Was geht ab und herzlich willkommen. Das
Und Unterstützung hat er heute von Bernhard und Lucky. Lucky wiederum hat die Marion mitgebracht. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Wenn sie so macht, weiß Lucky, er soll bellen. Gemeinsam machen sich die vier auf die Suche nach Sachen, die man nicht besitzen darf. Zum Beispiel Falschgeld. Klingt kompliziert? Na dann passt mal auf. Schönen guten Tag, die Herren. Kowalski, mein Name, von der Firma Safer Security. Ich spreche Sie an, weil in den umliegenden Betrieben in der letzten Zeit gehäuft Falschgeld aufgetreten ist. Und wir führen im Auftrag der Betriebe und vom Verband Bankensicherheit routinemäßig Falschgeldtests durch. Dürfte ich Sie mal in unser Testzentrum bitten? Das wäre sehr nett. Wir behaupten, dass unsere Spürnase gefälschtes Geld erschnüffeln kann. Ist natürlich totaler Blödsinn. Das ist ein Hund, der ist auf Falschgeld trainiert, der wird einmal nur schnüffeln und wenn nichts ist, dann ist da alles gut. Hier, riech! Ja, das ist ein bisschen schlecht. Wie viel Geld haben Sie denn dabei? 20 Euro. 20 Euro? Können Sie die einmal hier reinlegen? Wir kontrollieren die einmal. Tun Sie es da rein. Ich überprüfe das kurz. Das ist nicht wenig, in der Tat. Reine Routine. Unser Lockvogel nimmt seine Arbeit heute sehr genau. Alles im Namen der Sicherheit. Oh, da müssen wir... Das tut mir leid. Das ist leider Falschgeld. Wie jetzt? Falschgeld? Ist das nicht echt? Ich habe die gemarkt, wenn das grün wird, ja, dann ist das leider Falschgeld. 50 Euro, das ist kein Falschgeld. Ich habe es halt vom Konto gezogen und es ist alles von der Bank rausgekommen. Lieber selber nochmal nachschauen. Wir sind halt dazu da, um das hier zu kontrollieren, dass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. Oh, jetzt hat er sich hingesetzt, das ist auch ein schlechtes Zeichen. Oh. Und noch eine Runde. Das Problem ist, der Hund springt auf drei Themenbereiche an. Einmal Falschgeld, dann noch Schadsoftware auf dem Handy und gefälschte Markenware. Schadstoff was? Schadsoftware. Das ist natürlich Quatsch. Haben Sie ein Handy dabei? Der geht da gar nicht mehr weg, ey. Komm. Ja, das ist neu hier. Wir machen das auch erst seit 2 Monaten. Also wenn ich dem jetzt eine CD mit einer Schadsoftware vorhalte, bellt der dann? Sie lachen darüber, aber das ist so. Klamotten anhaben und die gefälscht ist. Das könnte sein. Das könnte sein? Ich weiß nicht. Das ist aber nicht gut. Was machen wir? Ich habe das Gefühl, der junge Mann hat was zu verbergen. Wir müssen das Handy aber einziehen und an unsere IT-Spezialisten übergeben. Oh oh, wir ziehen das Handy ein. Riech mal hier. Hier, riech mal hier. Hier. Nee, noch mal einmal noch unter die Nase. Da haben wir es nämlich. Aber das Handy können Sie mir nicht einziehen. Katharina, ich bin die ganze Woche weg. Ich kann nicht ohne Telefon. Hier, unter. Haben Sie die richtig rum an, die Socken? Das hört sich jetzt ganz merkwürdig an, aber manchmal reagiert der Hund auch auf falsch getragene Socken. Ich kann jetzt also meine Schuhe abholen. Es könnte daran liegen, dass die Socken falsch herumgetragen werden. Also, richtig rum anziehen. Das ist bekloppt. Das macht komisch etwas hier, nicht? Einfach einmal tauschen, dann sind sie durch. Nee, das müsste aus. Jetzt riecht er nochmal und dann werden wir sehen. Ja, das sieht soweit gut aus. Ah, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Sehen Sie, daran lag's. Dann bitte einmal umdrehen. So, ich glaube, wir haben die Leute genug geärgert. Und da können Sie jetzt mal reinwinken. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids. Der springt auch auf Humor an. Wenn Sie Humor haben. Ich
Wow. Das war ja echt crazy, dass der Hund die Socke gar nicht mehr losgelassen hat. Ja, verrückt, dass alle Männer drauf reingefallen sind. Echt super Security-Assistent, Alex. Danke, danke. Ich würde sagen, damit wir jetzt hier ein bisschen Action in die Runde kriegen, habe ich eine kleine Challenge vorbereitet. Cool. Und zwar ist das die Daumen-weg-Challenge. Ich habe hier 3 Runden vorbereitet. In der ersten Runde geht es darum, die Banane zu öffnen. Mhm. Da habt ihr 15 Sekunden Zeit. In der zweiten Runde geht es darum, die Clementine zu öffnen, ebenfalls 15 Sekunden. Und in der dritten Runde habt ihr 30 Sekunden Zeit, um diesen Weihnachtspulli aufzuknöpfen. Und alles ohne Daumen? Ja, die müsst ihr euch jetzt selber verbinden. Ich gebe euch mal ganz kurz hier das Klebeband. Okay. Oh, meinst du, wir schaffen das? Dann macht viel Spaß. Ui. Ja, dann Ladies first. Ich hoffe, das klebt. Haben wir so, eine Schere, reicht das jetzt? Ja, das reicht. Zack. Sehr cool. Das dauert mir jetzt alles viel zu lange. Machen wir es einfach mit der guten alten Filmmagie. 1, 2, 3. Tada! Und jetzt? Dann starten wir mit den Bananen, oder? Okay. Ich gebe euch jetzt jedem eine. Ja, knie dich mal davor am besten hier. So. Banane. 1, 2. Zu mir? Ist ganz schön ungewohnt wahrscheinlich, ne? Ja. Seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Also 15 Sekunden. Wer weiterkommt, hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, nicht schlecht. Ja, am besten, also wäre natürlich gut, wenn die Banane ganz bleibt, aber... Fertig! Das ist dann jetzt natürlich die Frage, ne? Sie dann war auf jeden Fall deutlich schneller, aber die Banane, die existiert ja gar nicht mehr. Also schon, ich kann die... Was macht man da jetzt? Maxine hat gewonnen. Tut mir leid. 1-0 für dich. Aber du kannst ja bei der Clementine jetzt beweisen, dass du es besser kannst. Ja, das stimmt. Ich bin ein Grobmotoriker, glaube ich. Zucker? Hilfst du mir nochmal? 3, 2, 1, los. Nein! Oh, oh. Wie will ich das aufbekommen? Guck mal, das sieht hier doch schon ziemlich gut aus. Na! Da! Ich verrate dir nicht meinen Trick. Wobei, Mädels haben ja auch öfter mal so längere Fingernägel. Hab ich nicht, hab ich nicht. Okay, das ist schon wieder... Ach so, es ist schon längst vorbei, Entschuldigung. Wir waren schon mal 20 Sekunden. Ja, aber du hast ja haushoch gewonnen. Ja, dann steht es jetzt 2-0 für dich. Wir haben aber noch eine dritte Runde. Ja. Da gibt es jetzt 2 Punkte. Okay. Die wird besonders schwer, aber auch besonders interessant. Deswegen auch 2 Punkte. Ich hol mal kurz was. Okay. Hier haben wir die beiden Weihnachtspullis. Ihr dürft euch jeder mal einen anziehen. Schnieke. Also theoretisch kann Sinan jetzt noch gleich ziehen, was ich nicht glaube, so wie der sich da angestellt hat. Aber es kann passieren. Falls das passieren sollte, entscheide ich, wer am Ende im Großen und Ganzen besser war. Okay. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich würde sagen, 30 Sekunden, ne? 30 Sekunden. Strengt euch an. Jetzt geht's um alles. Okay. Ja, Zucker, hilf mir. Seid ihr bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig und los. Okay. Ich bin echt mal gespannt, ob überhaupt irgendjemand einen Knopf zubekommt, weil das ist das wirklich blöd. Schwer. Doch, ich krieg's hin. Ich schwör, ich schaff's. Ja. Also, 15 Sekunden, die Hälfte ist schon rum. Komm schon. Ein Knopf, aber wenigstens. okay. Und 5, 4, 3, 2, 1. Nein. 0. Ah, ja, den hast du gerade noch gemacht. Guck mal, die schummelt. Die da schummelt. Ist keiner dran. Ja. Ach, Quatsch. Also, die hat geschummelt. Also ein Hallo? Ihr habt beide einen Knopf zubekommen, ne? Ja. Gut. Aber ich war vorher. Dann könnte man jetzt, ja, wir sagen einfach mal, wir teilen die Punkte, dann hast du 3 Punkte, du nur 1. Das heißt, der Verlierer ist leider Sinan. Ja. Und jetzt gibt's eine Torte ins Gesicht, ne? Oder gleich erst. Wer macht gleich, das denn? Ja. Eigentlich ich, aber hättest du Bock? Wenn die du möchtest, Torte kannst du das übernehmen. In sein Gesicht, ja. Warum eigentlich nicht? Sehr gerne. Sehr cool. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Dann sehen wir uns gleich. Alles klar, gut. Bis gleich. Ich freue mich. Gut. Ciao. Ciao. Tja, Sinan, war doch mal wieder klar, oder? Ach, du hast nur Glück. Nimm's mit Humor, Verlierer. Ja, ich glaube, Humor braucht man auch, wenn man so eine Nachbarin wie dich hat. Was soll das denn jetzt heißen? Ich habe das schon gehört, was du da gemacht hast mit Sabrina Miri, da die ganzen Nachhilfelehrer auf die Palme gebracht. Das stimmt allerdings. Aber schaut doch lieber selbst, was wir da angestellt haben. Prank up! So, kennen wir alle, oder? Bald ist Klassenarbeit und wir haben noch so gar keinen Durchblick. Da kann man schon mal echt die Nerven verlieren. Und dann sind da auch noch die Eltern, die unbedingt wollen, dass man bessere Noten schreibt, obwohl die am wenigsten Ahnung haben. Und wisst ihr, wem es genauso geht? Meiner Freundin Henny, unserem Lockvogel. So,
Und hier ist auch schon Henny, auch auf YouTube bekannt unter Sabrin Amiri. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Sie hat jetzt gleich eine Mathe-Nachhilfestunde, damit die Klassenarbeit nicht völlig schlecht wird. Aber die Nachhilfe muss sich ganz schön reinhängen, oder? Und wie sie sich reinhängen muss. Denn ich verstehe in Mathe gerade so gar nichts. Und mega viele Fragen habe ich auch an ihn. Seit Tagen kann ich gar nicht schlafen. Der Lehrer muss alles geben. Und leicht wird das ganz sicher nicht. Gar nicht. Prank up! Ach, ich mach mal eben auf, Henny, okay? Okay. Und hier kommen auch schon Nick und Annika. Die beiden haben keine Ahnung, dass sie die verrückteste Nachhilfestunde ihres Lebens erwartet. Genau, ja. Also wenn ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Sie steht auf einer 5. Mhm. Das wollen wir natürlich irgendwie vermeiden. Und jetzt wäre deine Aufgabe irgendwie, in den nächsten 2 Wochen ein bisschen zu helfen, damit das vielleicht auf eine 3 geht. Das ist meine letzte Hoffnung. Die 3 wird schwierig, aber eine 4 ist auf jeden Fall gut möglich, würde ich sagen. Ja. Dankeschön. Okay, bis gleich, ne, ihr beiden. Eine 4 in Mathe ist also garantiert möglich. Na, das wissen wir aber zu verhindern. Ich glaube, von einer 4 ist Henny noch sehr weit entfernt. Also, ich hasse Mathe. Okay. Vorher jetzt erstmal grundsätzliche Fragen, vielleicht zur Thematik, bevor wir mit speziellen Aufgaben anfangen oder so? So konkrete Fragen oder einfach nur alles blöd? Nee, alles blöd. Alles blöd, okay. Ich denke mal, du kannst dir auch logisch vorstellen, dass es auch Zahlen zwischen 1 und 2 gibt. Nicht direkt. Nicht, dass die da drin zu viel Mathe machen. Ich glaube, ich schaue da mal eben nach dem Rechten. Und zwar als Hennys ein ganz klein wenig nervige Nachbarin. Nach links bei durch. Mathe-Nachhilfe. Oh no. Gar kein Bock. Oh shit, ey. Okay. Dadurch 100, 100 wieder 2 Nullen. Ja. Komma 2 Stimmen nach links. Was kommt raus? Ja. Oder 100, 2, 2. Wenn du was trinken möchtest, dann kannst du ruhig nehmen. Okay, danke. Oder es gibt halt auch Zahlen zwischen. zwischen. Ja. Okay, danke. Okay, 27 Dezember. Ach du Scheiße. Ist egal, sie macht das schon. Dann muss ich ja 16 durch 8. Auch eine Banane? Perfekt. Ich nicht, danke. Nee, gerade kein Bock. Wenn du 8 Stücke isst, hast du den ersten Kuchen gegessen. Und noch mal 8 Stücke hast du 2 volle Kuchen. Dann müsste ich ja eigentlich. Ja. Und das dann als Kommazahl? Hm. Also jeder Kuchen hat 8 Stücke. Warum machst du Fotos? Fenster. Ja. Wäre gut, wenn du von mir keine Fotos machen könntest. Okay. Also bitte wieder löschen. Ja. Selfie-Time! Pause! Du musst auch posieren. Ich finde, man braucht Mathe gar nicht fürs Leben. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, ich schaff das sowieso nicht. Wie, du schaffst das? Nee. Doch. Nee, hab ich auch keinen Bock drauf. Ja, wenn du keinen Bock hast, dann kann ich auch wieder gehen. Also, ich glaube, unsere Nachhilfe war ziemlich froh, dass ich jetzt weg war. Allerdings gibt's jetzt ein neues Problem. Ich wäre ja jetzt echt gerne mit meinem Fahrrad weggefahren. Leider hat es einen Platten und die Kette scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. Deshalb schauen wir mal, welche Note sich unser Opfer so im Werkunterricht verdient hätte. Ach so, ja. Also, das haben wir ganz ähnlich schon gemacht, auf jeden Fall. Ach, wer ist denn das jetzt schon wieder, ey? Also, ich glaube, das ist diesmal Post. Miese Sache, echt. Ich glaube, jetzt hat mein Fahrrad einen Platten. Ich krieg das nicht mehr hin, wirklich. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, ich glaube, das hat einfach mega den Platten. Die Kette Maxine, ist auch noch raus. Maxine, ich muss aber jetzt lernen. Du kannst nicht andauernd hier reinplatzen. Hast du eine Ahnung von Fahrrädern? Nee, ich habe mein Fahrrad versucht zu reparieren und habe so kaputt gemacht, dass ich in den Werkstatt bringen musste. Boah, du kriegst richtig Ärger. Kannst du mir vielleicht trotzdem helfen? Ich krieg sonst echt ein Problem, glaube ich. Weil ich wollte ja jetzt los, aber sonst muss ich halt hier bleiben. Versuch's mit einem YouTube-Video, das habe ich auch so gemacht. Aber du musst mir ja irgendwie helfen. Ich krieg sonst echt Ärger. Ich muss nur jetzt hier Nachhilfe machen, ich krieg dafür halt Geld und ich glaube, kriegt ein bisschen Ärger, wenn ich jetzt dein Fahrrad in der Zeit repariere. Lass uns lieber Mathe machen. Ich bin wirklich 5 Minuten? Na, ich bin wirklich für Mathe hier. Wir machen jetzt Mathe, bitte. Also, wie oft passen jetzt die 4 in die 10? Vielen Dank auch für nichts. Na, na, na. Die sind ja gar nicht hilfsbereit. Tja, selbst schuld. Dann muss ich wohl hier im Wohnzimmer bleiben. Okay. Das ist krass. Auch mal. Wenn das ein Klicken geht, verborgen ist, dann muss man mit dem mitgeführten Multitool.
Puh, ey, das war ganz schön aufregend für uns alle. Und jetzt wäre doch eigentlich der Moment, um mal ein bisschen runterzukommen. Aber wie soll es auch anders sein? Jetzt kommt natürlich der Paketbote mit total seltsamen Geschenken. Was wieder du? Ich habe keine Ahnung, es kam aus eines Postes. Was ist das jetzt hier? Oh, Henny, ich könnte heulen. Was wird das denn jetzt hier? Mann, ich habe mich ausgesperrt und dann kam der Paketdienst und dann habe ich ihm gesagt, ja, eigentlich ist mein Haus da drüben, aber ich komme da jetzt nicht rein und dann hat er es hier alles abgeladen. Das muss ich irgendwie zwischenlagern. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da drüben, aber meine Eltern sind gerade nicht da und deswegen... Und du hast jetzt schon wieder keinen Schlüssel, wie immer? Nee, ich habe mich ausgeschlossen. Boah, was ist denn das alles für Zeug? Ich weiß nicht, du kennst meinen Vater. Können wir das Zeug jetzt einfach bitte reintragen? Ich kann das nicht mehr stehen lassen. Dankeschön. Na gut, wir haben ja schon super viel geschafft. Oh oh. Und wie der Zufall es so will, kommt jetzt auch die Mama zurück nach Hause. Ja. Hallo, Mama. Sag mal, was ist denn hier los? Henny, was macht ihr hier? Also, sie meinte, dass das ihre Sachen wären und sie meinte dann, dass wir die hier zwischenlagern könnten. Das finde ich nicht in Ordnung. Annika, sorry, aber also was, du, ich meine, du bist ja auch ein Erwachsener. Was habt ihr denn hier angestellt, bitte? Tatsächlich alle 3 Minuten mit dem Skateboard, mit einer Banane, mit dem Fahrrad, mit diesen Paketen. Also, sie war ein bisschen chancenlos, sich zu konzentrieren. Ja, das verstehe ich. Da warst du wahrscheinlich auch überrascht, aber das geht trotzdem nicht. Da musst du dann auch als Erwachsener ruhig sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter, ne? Also, sowas habe ich hier noch nie erlebt bei uns. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Wir haben dich gerade voll reingelegt. Das ist alles fake. Wir haben dich voll geprankt. Aber Sie sind echt ein guter Mathelehrer. Das ist normal, dass es in der Situation ist. Nein, das ist nicht normal. Tatsächlich kam der eine Nachhilfelehrer raus, als ich da mit den Paketen stand. Und hat unsere Kamera im Van entdeckt. Dann ist er rausgegangen zum Van, der gegenüber vom Haus stand, und hat den Kameramann gefragt, was er da tut, warum er filmt. Tja, der hat uns leider entdeckt, aber es war trotzdem lustig. Was hat der Kameramann denn geantwortet? Ja, dann war natürlich alles klar und wir mussten auflösen. Ja, schade. Alle anderen haben wir aber an der Nase rumgeführt. Also, liebe Verstehen Sie Spaß Kids, passt gut auf, wen ihr bei euch zu Hause reinlasst. Die Unruhestifterin würde ich nicht reinlassen. Doch, doch. So, mal schauen, vielleicht schaffe ich das ja heute noch. Da ist nämlich auch noch was. Erinnerst du dich? Ah ja, stimmt. Ich wollte dir noch einen Zaubertrick zeigen. Pass mal auf, ich kann 50 Euro. Ich glaube, es ging eher darum, dass eine Torte in deinem Gesicht landen sollte. Dieses Mal mache ich das nicht, sondern der liebe Alex hilft mir. Ah, hier ist er auch schon. Ja, ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Sieht gut aus. Ich finde, das sieht auch sehr schaumig aus. Also, das wird gut klatschen. Nimmst du mal dieses Bild da? Ach so, das ist ein Schneemann. Ja, das ist ein Schneemann. Ich trage ihn mit Würde. Okay, ich versuche das. Du kannst Countdown geben, dann lege ich los. Wir versuchen das. Richtig mit Schmackes. Genau, und ich versuche hier. Okay. 1, 2, 3! Das war doch gut, oder? Oh Mann. Sehr schön. Naja. Tada. Das war doch lustig. Dann würde ich sagen, um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr hier jetzt einfach abonnieren. Bei mir findet ihr die letzte Sendung. Und die anderen Verstehen Sie Spaß Kids Videos findet ihr hier. Und wenn ihr das nächste Mal Maxim mit einer Torte im Gesicht sehen wollt, dann lasst ein Like da. Macht's gut. Ciao. Ciao.